Guten Tag. Ist eine Überweisung für Michael Smith schon eingetroffen? Haben Sie bei uns ein Konto, mein Herr? Selbstverständlich. Das Konto wurde letzte Woche eröffnet. Wie lautet Ihre Kontonummer, bitte? Meine Kontonummer ist CHZ42301-5. Dürfte ich bitte mal Ihren Ausweis sehen? Danke. Ja, Herr Smith. Der Betrag ist bereits überwiesen worden. Gott sei Dank. Wie viel habe ich denn auf dem Konto? Ihr Kontostand ist 17.692,54 Mark. Wollen Sie etwas abheben? Ich möchte einen Scheck zugunsten der Firma Dieter Schottmaler über 2000 Mark wegen einer Wohnungskaution ausstellen. Soll es nur zur Verrechnung oder ein Barscheck sein? Barscheck. Und ich möchte auch noch für 3000 Mark Reisechecks kaufen. Gern, Herr Smith. In welchen Scheinen? Du, Michael! Das ist ja großartig, dass du auch Zeit hast, die Salmans in Braunschweig zu besuchen. Du hast das ganze Wochenende frei? Wenn du schon am Donnerstag losfahren willst, könnten wir uns fürs Wochenende eine Ferienwohnung mieten. Du könntest auch endlich den Harz kennenlernen. Der Brocken ist ein Berg, von dem du auch schon viel gehört hast, nicht wahr? Gibt es in der Nähe Wohnungen, die wir billig mieten könnten? Ich denke schon. Ich weiß hier ein Reisebüro, das Heiner Höing immer benutzt. Könntest du morgen dahin und fragen? Gern. Aber du musst mir auch sagen, was du gerne tun möchtest. Es gibt in St. Andreasberg ein altes Bergwerk, das sehr interessant sein soll. Und dann gibt es diesen Berg, den du besteigen willst. Aber Michael, das sind Sachen, die nur wir gerne tun. Was werden unsere Kinder machen? Ach, es wird sich schon was finden lassen. Guten Morgen. Meine Familie und ich möchten eine Ferienwohnung im Harz mieten. Könnten Sie mir Auskunft darüber geben? Selbstverständlich, gnädige Frau. Wir haben verschiedene Pauschalreisen mit Ferienwohnungen. Wann möchten Sie fahren? Nächstes Wochenende. Wir möchten den ICE-Zug nach Hannover nehmen und von dort aus mit einem Mietwagen fahren. Ich glaube, wir haben genau das Richtige. Die Fahrt nach Hannover, dann Mietwagen für die Harztour, eine Wohnung in St. Andreasberg, die Fahrt nach Frankfurt zurück. Alles inklusive für 500 Mark pro Person. Gibt es auch etwas für die Kinder in St. Andreasberg zu tun? Das Bergwerk ist für Kinder interessant. Das Hallenbad macht ihnen Spaß. Und man kann überall Langlaufski fahren oder Schlitten fahren. Es ist ein beliebtes Urlaubsziel für Familien im Winter. Jetzt muss es nur noch schneien. Keine Sorge. Carla, was hältst du von einer Hexe als Geschenk für Udo? Schenk sie lieber einem Kollegen in Frankfurt. Sowas kennen sie nicht. Das ist für sie etwas Besonderes. Hast du irgendwelche Vorschläge, was ich für Udo Salmann kaufen könnte? Vielleicht ein Harzer Grubenlicht oder einen anderen Schnaps?
Er hatte nie etwas gegen einen guten Schnaps. Guck mal, Carla. Ein schönes Bilderbuch über den Harz. Das wäre doch was für Susanne Hübner. Was meinst du? Ja, das ist gerade richtig. Aber wir müssen auch für die Familie zu Hause Geschenke finden. So ein Wollschal ist doch elegant, findest du nicht? Ja, dieser hier gefällt deiner Mutter bestimmt. Sieh mal nach, ob sie nicht geschnitztes Spielzeug haben für die Nichten und Neffen zu Hause. Frag an der Kasse danach, während ich weiter nach etwas für Lilo suche. Vielleicht etwas aus Kristall oder Zinn? Mensch, Michael! Lange nicht gesehen. Du siehst gut aus. Du siehst auch prima aus. Und das muss der Jan sein. Du bist aber groß geworden. Guten Tag, Herr Smith. Guten Tag, Frau Smith. Du kannst noch du zu uns sagen, Jan. Ach, Udo, wir vermissen euch sehr, seit ihr von Atlanta weg seid. Gute Freunde sind selten. Das stimmt. Uns fehlen die vielen Freunde und Bekannten aus Atlanta. Was machen jetzt deine Eltern? Sie sind Gott sei Dank beide gesund. Vater ist seit einigen Jahren pensioniert. Da er jetzt mehr Zeit hat, ziehen er und Mutter im Karawan von Campingplatz zu Campingplatz. Sie sind schon mehrere Monate unterwegs. Wie geht es den McGinnisses, unseren Nachbarn von nebenan? Die haben sich letztes Jahr scheiden lassen. Was? Die auch? Er war doch immer gegen die Scheidung. Aber sie hat ihn verlassen. Ach so. Und die Kinder? Die Tochter ist bei der Mutter, der Barbara, geblieben. Der Sohn ist jetzt nach Chicago gegangen, um dort zu studieren. Die Barbara ist jetzt wieder verheiratet. Und der John? Hat er auch wieder geheiratet? Nein, ich glaube, er bleibt jetzt für immer ledig. Während ihr hier seid, müssen wir einmal ins Theater oder in die Oper. Was wird gegeben? Die neue Aufführung von Goethes Faust soll hervorragend sein. Und Figaros Hochzeit hat auch sehr gute Kritiken bekommen. Beides hört sich gut an. Michael wäre so oder so zufrieden. Sag mal, könnten wir nicht vorher irgendwo essen gehen? Tolle Idee! Ich rufe jetzt gleich an und reserviere die Karten, wo ich die besten Plätze bekomme. Und du kannst dir überlegen, ob du lieber jugoslawisch, französisch, türkisch oder italienisch essen willst. Wann beginnt denn die Vorstellung? Um 20.15 Uhr. Also müssen wir gegen 18 Uhr essen, damit wir rechtzeitig ankommen. Wo denkst du denn hin? Wir essen vorher eine Kleinigkeit und gehen nachher ins Restaurant. So, jetzt gehe ich telefonieren. Mir ist alles recht. Parkett, erster Rang, zweiter Rang, Mitte oder Seite, nur keine Stehplätze. Mach dir keine Sorgen.
Wir bekommen schon gute Karten, auch wenn es Samstag ist. Ich will keine neue Frisur. Nur die Spitzen an den Seiten und hinten etwas abschneiden. Vorne ist alles okay. Brauchen Sie eine Abendfrisur? Nein, nur waschen und legen bitte. Und nicht toupieren. Lilo, was machen unsere Männer jetzt? Was meinst du? Der Udo wollte auch zum Friseur. Er will sich auch die Haare schneiden lassen. Hoffentlich diesmal nicht zu kurz. Michael muss sich den Schnurrbart etwas trimmen lassen. Vielleicht kommen Sie hier vorbei. Ach, Sie sind sicher in eine Wirtschaft gegangen, um sich das Fußballspiel anzusehen. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Italien. Wer gewinnt denn? Hoffentlich Deutschland. Sonst ist der Abend kaputt. Bei uns ist das auch so. Am Samstag und Sonntag sitzt Michael vor dem Fernseher und sieht Sport. Langweilig. Ja, da hast du recht. Es ist viel interessanter, hier unter der Haube zu sitzen und in einer Zeitschrift zu lesen. Wollt ihr auch einen Sekt trinken? Ich hole euch und Lilo ein Glas. Für mich danke nichts. Für dich, Carla? Ja, bitte. Wollt ihr euch nicht ein bisschen unterhalten? Ich stelle mich dort drüben an. Guten Abend, Ulla. Guten Abend, Altmar. Darf ich euch unsere amerikanischen Freunde, die Smith aus Atlanta, vorstellen? Mühlenberg, angenehm. Wie war Ihr Name bitte? Altmar Mühlenberg. Es freut mich, Herr Mühlenberg. Guten Abend, Frau Mühlenberg. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Das Vergnügen ist meinerseits. Lilo und Udo haben schon so viel von Ihnen und von Atlanta erzählt. Wie gefällt es Ihnen hier in Deutschland? Es gefällt uns sehr. Wir haben eine schöne Wohnung in Bensheim finden können und haben gerade einen herrlichen Kurzurlaub im Harz erlebt. Zu wenige Ausländer lernen den Harz kennen. Ulla und ich reisen im Sommer durch die USA und möchten auch einige Ecken sehen, wo sonst niemand hinkommt. Da können wir die Smokies empfehlen. Nicht wahr, Carla? Ja. Schöne Berge, tiefe, dunkle Wälder, Bäche und Wasserfälle überall. Alles erinnert uns an den Harz. Herrlich. Herr Ober, wir möchten gern einen Tisch am Fluss haben. Da ist die Aussicht besser. So, bitte, wenn Sie mir jetzt folgen möchten. Was wünschen die Herrschaften zu trinken? Wir wollen erstmal einen Blick auf die Weinkarte werfen. Was für Weißweine können Sie empfehlen? Wenn die Herrschaften an einem Moselwein interessiert sind, kann ich einen unserer besten Weine, den 91er Bernkasteller Probstberg Auslese, sehr empfehlen. An Rheinweinen kann ich den 89er Kiedricher Sandgrub Kabinett nur loben. Ich hätte Lust auf einen trockenen und leichten Wein. Dann nehmen wir den Moselwein. Die Rheinweine sind im Allgemeinen schwerer und lieblicher, nicht wahr, Udo?
Eine Flasche vom Bernkastler Probstberg, bitte. Und bringen Sie uns auch die Speisekarte. Sehr wohl. Wenn man mit einem guten Wein anfängt, wird auch der Rest des Abends ein Erfolg werden. Bitte volltanken. Übrigens, der Motor klopft etwas. Ich habe es gemerkt, nachdem wir abgefahren sind. Also super. Ja, super bleifrei. Und schauen Sie bitte nach den Reifen. Der Wagen spurt nicht richtig. Sie haben rechts hinten einen Platten. Soll ich den Reifen auswechseln? Ja, bitte. Verdammter Mietwagen. Michael, das kann doch jedem passieren, der sich einen Nagel einfährt. Ja, da hast du recht, Carla. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Ärgerlich, aber nicht mehr gefährlich. Der Reifen ist reparierbar. Gut, danke schön. Legen Sie ihn in den Kofferraum. Würden Sie auch mal unter die Haube gucken und Öl und Wasser nachprüfen? Wird gemacht, mein Herr. Alles in Ordnung. Zahlen Sie bitte da vorne an der Kasse. Hier, das ist für Sie. Dankeschön. Und gute Fahrt. Guten Morgen. Ein schöner sonniger Tag, nicht wahr? Guten Morgen, Herr Smith. Ja, morgen soll es wieder regnen. Was darf's denn sein? Zwei Brötchen, zwei Fünfkornbrötchen, zwei Milchbrötchen, zwei Sesambrötchen, zwei Mohnbrötchen. Es tut mir leid, die Mohnbrötchen sind schon alle. Sonst noch was? Ein kleines Vollkornbrot, ein Rosinenbrot und ein Bauernbrot. Sind die Brote frisch von heute? Sie sind noch warm vom Ofen. Gut. Das wär's. Das macht 14,92 Mark zusammen. Können Sie das alles für mich in einen Plastikbeutel tun? Ich habe die Einkaufstasche zu Hause gelassen. Gern, Herr Smith. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was möchtest du morgen essen? Braten, Fisch oder Teigware? Warum kochst du nicht Spaghetti? Ein Schweinebraten oder Rinderbraten am Sonntag ist genug. Und Kartoffeln mag ich sowieso nicht. Gut, dann kaufe ich ein Pfund Hackfleisch, etwas Tomatenmark, Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie und Pilze und mache dir eine Spaghetti-Soße. Kannst du dünne Spaghetti-Nudeln kaufen? Wird gemacht. Und ich hole ein paar Suppen in Dosen, wenn ich daran vorbeikomme. Linsensuppe, Erbsensuppe oder ähnliches. Kauf auch ein Stückchen Wurst als Einlage. Wir brauchen auch frisches Gemüse. Du kannst zwischen Blumenkohl, Rosenkohl, Karotten und roten Beeten wählen. Für die ist jetzt die Saison. Da esse ich lieber tiefgefrorene Erbsen oder grüne Bohnen. Vergiss auch die Gurke nicht. Schon gut, ich mache dir deinen Gurkensalat. Essig, Sauerrahm und Dill habe ich schon zu Hause. Ach, wie nett!
So schöne Blumen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Kommen Sie doch herein. Bitte, legen Sie ab. Vielen Dank für die Einladung, Frau Holzmann. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wir hätten Sie schon früher einladen sollen, aber Sie waren ja oft geschäftlich verreist und wir waren auch beschäftigt. Wenn wir nur mehr Zeit in Deutschland hätten. Darf ich Ihnen ein Stück Sahnetorte oder Apfelkuchen anbieten? Eine Tasse Kaffee. Apfelkuchen, bitte. Kaffee? Ja, bitte, mit Milch, aber ohne Zucker. Nun, ich hoffe, Ihre Zeit in Deutschland ist erfolgreich verlaufen. Ja, sehr erfolgreich sogar. Der Apfelkuchen ist himmlisch. Sie haben ihn sicher selbst gebacken. Ja, ein Familienrezept. Aber wir hätten gern noch mehr unternommen. Wir hätten zum Beispiel gerne Bayern und Österreich besucht, aber dazu hatten wir einfach keine Zeit. Wenn wir anfangs nicht durch den Harz gefahren wären, hätten wir überhaupt keine hohen Berge gesehen. Aber die Eindrücke, die wir mit nach Hause nehmen, sind wirklich einmalig. Hast du das blaue Kleid gefunden, von dem dir die Lilo erzählt hat? Das blaue hatten sie nicht in meiner Größe. In meiner Größe hatten sie all die anderen Farben. Lila, rosa, gelb, schwarz und grün. Du hast rot und grau vergessen. Sei doch nicht so sarkastisch. Entschuldige, aber grau steht dir wirklich gut. Rot und grau hatten sie nicht. Aber ich habe eine schöne, hellblaue, seidene Bluse gefunden, die zu meinem karierten Rock passt. Dann hat es sich also doch gelohnt. Hast du auch Schuhe gekauft? Ich habe eine Menge Schuhe anprobiert. Sie waren meistens bequem und immer hässlich. Stell dir vor, alles in weiß. Tja, weiße Schuhe sind nicht sehr praktisch. Eben, und teuer waren sie auch noch. Hat die Maschine nach Atlanta Verspätung? Nein. Sie fliegt pünktlich um 17.45 Uhr vom Flugsteig 12A. Wie viele Gepäckstücke wollen Sie als Reisegepäck aufgeben? Diese drei großen Lederkoffer, die zwei kleinen Handkoffer, diese Reisetasche und den Kosmetikkoffer da. Was haben Sie für Handgepäck? Nur diesen Aktenkoffer. Den nehme ich mit an Bord. Er passt unter den Sitz, nicht wahr? Ja. Ihre Flugkarten bitte. Wollen Sie zusammensitzen? Ja. Meine Tochter möchte einen Fensterplatz. Mein Sohn möchte am Gang sitzen. Mir und meiner Frau ist es egal, solange wir in Nichtraucher sitzen. Gut. Hier sind Ihre Bordkarten. Sie müssen mindestens 60 Minuten vor dem Abflug am Flugsteig sein, um durch die Sicherheitskontrollen zu gehen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Tja, Leute, jetzt geht's wieder nach Hause. Und als wir hier ankamen, schien uns das Jahr so lang.